Wahnsinnig schön, oder? Traumhaft ist das Licht, bitte. Nichts mit Sonne, es ist kalt, 10 Grad. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Und schönen Start in der neue Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Wir sind mittlerweile wieder in Deutschland. Ja. Aber. Und ganz zwar im anderen Eck, genau im Norden. Wir sitzen in Kieler Bucht, im schönen Kieler Bucht. Da haben wir übernachtet, heute Nacht. Ja. Wir haben gestern neues Surfmaterial abgeholt. Ja, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt kann es losgehen. Plan ist, dass wir nach Dänemark fahren jetzt. Heute. Erster Stopp, Rømø. Insel Rømø. Ja, wir möchten gerne auf diesen Autostrand, oder wie? Autostrand, ja. Strand, wo man mit dem Auto drauf fahren kann. Und das möchten wir uns natürlich auch anschauen. Ja. Und während wir uns auf dem Weg weiter in den Norden machen, nach Dänemark, würdet ihr noch genießen vor ein paar schöne Wingbilder von Kate auf den Brausdamm. Der hat es absolut genossen und ich habe da mein erster Versuch, so ihr ein bisschen mit der Drohne zu folgen. Hat er richtig gut gemacht, Tom. Ja, ihr könnt richtig aber gut. Gerne noch mal Tipps geben, wenn ihr euch da auskennt, was man besser machen kann. Oder lasst sonst auch einen Kommentar da, wir freuen uns immer drüber. Ja. Also genießt hier ein paar schöne Wingaufnahmen, sehen wir uns gleich wieder. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Chase away the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go, and that's why I... So schnell sind wir dann in Dänemark. Wir fahren gerade auf die Brücke oder der Straße auf die Insel. Und dann schauen wir mal den Strand an. Wahnsinnig schön, oder? Ja. Wie man hier auf den Strand gefahren ist. Wie man auf den Autos am Strand. Ja. Das kennt man gar nicht. Also kann bis vor ans Wasser fahren. Ich glaube, das Einzige, wo man aufpassen muss, ist... ja, also wir haben mal nachgeschaut. 2 Meter Tidenunterschied von Ebbe nach Flut. Wir sind jetzt 2/3 so Richtung Flut. Also das Wasser wird näher kommen. Sollten wir drauf achten. Aber jetzt setzen wir uns erstmal hin, lunchen was und wird gegessen. Ja. Gut. Guten. Wir sitzen doch im Bus, ne? Im Schatten ist besser und ein bisschen aus dem Wind. Ja.
Aber man ist ja auf dem Strand. Genau, aber mit Blick auf dem Strand. Herrlich, da sieht man es. Wir waren übrigens ganz verblüfft. Oder verblüfft. Wir dachten, sind eigentlich davon ausgegangen, dass in Dänemark auch Euro die Währung ist. Und dann an der Tankstelle vorbeigefahren. Diesel 1,49. So, boah, 1,49. Also, nee, warte, der Punkt ist anders. Das ist 14,99. Hä, das ist komisch. Aber ja, wir haben herausgefunden, dass hier Kronen. Genau. Und 14,99, also 15 kommt so ungefähr überein mit 2 Euro, also genau, die Dieselpreise. Euro sind 7,5 oder 7,50 ja. Kronen. Ja. Und im Endeffekt, wenn man es umrechnet, ist es hier irgendwie genauso. Ja. Die Preise sind auch hier gestiegen. So ist es. Ist halt so. Ja. Wir sind aber da. Ja. Schön. Und jetzt lassen wir uns berieseln von des Meeresreusen in Dänemark. Einen entspannten Tag ja, am Strand. Schön, machen Vielleicht wir. Vielleicht können wir später noch Dings spielen. Ja, das. Wenn es nicht mehr, es sollte nicht mehr winden als jetzt. Es kommt so wir langsam ein bisschen. Nur weniger Wind. Ja, schauen wir mal. Wir würden uns auf jeden Fall nicht langweilen. Nee. Also, schönen Tag dir auch und den guten. Danke. Hey Kate, was würdest du machen jetzt? Fühl mal mit meinem großen Zeh, wie kalt das Wasser ist. Okay. Das ist ein guter Gradmesser. Wenn ich aus dem Bus gestiegen bin, ist es direkt schon viel frischer. Der Wind ist direkt kalt. Man sieht eigentlich dein Gesicht nicht, weil das Licht ist irgendwie... Ja. Ja, das Windchen ist frisch, ne? Ja. Es ist auch nur 13 Grad, aber sobald man so aus dem Wind in der Sonne ist, ist es direkt richtig angenehm. Windet, ist es kalt. Und das Ding ist, wir wollen ja Windsport machen, das heißt... Eigentlich, ja. Wir haben aber die dicke Neos bei, also wir sind vorbereitet. Ja, aber es ist auch einfach schön in der Wärme zu sitzen. Also, ab ans Wasser, fühl mal, ja. Und? Schon frisch. Schon frisch? Ja. Aber ich habe es mir fast kälter vorgestellt, glaube ich. Aber das Frische macht auch der Wind da vorne schon. Ja, der Wind ist echt. Ich glaube, das Wasser an sich, hätte ich gesagt, vergleichbar wie in Holland. Okay. Gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Aber der Wind. Ja. Aber heute noch, ich glaube, die Woche rüber wird es dann auch echt. Wärmer, auch hier im Norden. Die nächsten Tage noch frischer, aber dann wird es so 16, 17. Also gute Zeit, um im Norden hochzufahren, ab in den Sommer. Ja, erstmal für mich, erstmal für dich, oder? Ein Sommer im Norden. Also höher als Holland dann sozusagen. Als nördlicher. War ich mal. Auch hier auf dem Strand anscheinend. Aha. Kann ich mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern, nur von Bildern. Schön, schön. Machen wir neue Erinnerungen. Ja. Es wird langsam frisch auf den Strand. Wir fahren runter vom Strand und wir suchen uns ein Plätzchen zum Übernachten. Und dann verbringen wir unsere erste Nacht in Dänemark. Ja. Ich muss sagen, ich fand es heute schon einen richtig schönen Start hier. Es war richtig entspannt. Autostrand. Ja, richtig schön. Traumhaft ist das Licht, bitte. Die Sonne geht langsam unter und das
Licht färbt richtig Orangen. Herrlich. Und wie man sieht, wir haben uns erste Plätze gefunden. Wir stehen nicht alleine heute Nacht. Es ist irgendwie im Parkplatz am Wasser, am Watt. Es liegt da alles irgendwie relativ frei bei Ebbe. Herrlich. Es ist herrlich ruhig. Ich glaube, hier schlafen wir echt schön ruhig heute Nacht. Sieht traumhaft aus. Ja, die Sonne, ey, das Licht. Ja. Also. Und die Vögel. Schön. Die singen uns in den Schlaf nachher. Also genießt den Abend, machen wir auch. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Mittag. Wir sind heute Morgen. Wir sind heute Morgen nach Blassand gefahren und stehen hier. Brabant. Blassand heißt es. Nee, Brabant. Oder? Wir blenden es euch an, wie es heißt. Ich glaube Blassand, aber. Ich glaube Brabant. Ihr seht es dann. Ja. Auf jeden Fall stehen wir am wunderschönen Strand. Wir stehen natürlich, das weiß ich nicht, wir stehen hinter die Dünen. Und Kate war auf dem Wasser. Du zum ersten Mal das neue Zeug. Material hast du eingeweiht. Genau, also den einen, der war ja auch neu, den habe ich am Brauchsam schon eingeweiht, den neuen Wing. Und jetzt den anderen, der neue Aura, der ist besser für Welle, hat andere Eigenschaften. Hammer, richtig zufrieden. Und das Board war auch neu, oder ist auch neu. Super. Hammer. Und auch ein anderes Foil geflogen mal. Ja, ja. Das ist verrückt, was Kleinigkeiten dann einen Unterschied machen. Aber war schön, hat Spaß gemacht. Ja, ich bin wieder ein bisschen Drohne geflogen. Ich war ein bisschen einsam auf dem Wasser. Ja, es ist immer schöner zusammenfliegen. Ja, ich bin aber auch geflogen. Fast umgeflogen. Ja, also. Fast in mit der Drohne in meinen Wing reingeflogen. Ihr seht dann, wie nah ich bin. Ja. Auf jeden Fall sehr schön, jetzt schnell umziehen. Und ja, dann können wir echt schon mal ans Abend beißen. Also nicht guten Morgen, guten Abend. Ah ja, jetzt ist guten Morgen. Man könnte weinen. Man könnte meinen, der Winter ist zurückgekehrt hier. Ja, es ist auch echt frisch und es geht im Wind. Ja, es ist echt kalt. Der Wind ist eisig. Ja. Es hat heute Nacht ganz schön geregnet auch. Mhm. Soll nachher auch noch mal ein bisschen tröpfeln, glaube ich. Genau, aber der Tag wird nur besser, glaube ich. Aber heute Abend scheint die Sonne, genau, aber es bleibt, was haben wir angesagt, 13 Grad nur oder 12 tagsüber. Okay. Die nächsten zwei Tage bleibt die Luft auch noch frisch. Ab Sonntag, glaube ich, wird es was wärmer mit 16, 17 Grad. Ja, schau einfach. Das ist halt der Norden, ne? Einfach gemütlich im Busle. Wie ihr seht, wir haben warme Kleidung dabei. Dicke Daunenjacke. Klar. Wollsocken. Und Wollsocken. In Sandalen. Immer wieder.
der Vorbereitung ist alles, ne? Also es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Boah, was für ein Satz. Philosophe. Ja, genau. Genau. Wir fahren wieder weiter. Wir fahren nach Wiedesande, wenn man es so ausspricht. Ja. Los geht's. Also heute Morgen haben wir gesagt, wir gehen nach Wiedesande. Da waren wir auch heute Mittag. Wir waren da. Haben vor lauter Kälte ganz vergessen zu filmen. War schön da. Und die Sonne, die kommen sollte? Ja, nichts mit Sonne. Es ist kalt, 10 Grad. Es hat, das nieselt den ganzen Tag so Nieselregen. Und es windet. Wir waren aber heute zu arge Weicheier, um aufs Wasser zu gehen. Ja, aufs Wasser. Und ich bin sowieso ein bisschen schwach der letzte Zeit. Ich hatte Magengrippe. Oder die letzte Zeit. Ich hatte einen Magen-Darm. Alles musste raus. Und auch die Energie ist alle raus natürlich. Und bevor man das dann wirklich wieder komplett zurück hat, das dauert ein bisschen. Genau. Deswegen haben wir lieber ruhig gemacht. Genau, ich wollte es mir jetzt nicht antun. Jetzt sind wir ein Stückchen, weiter Richtung Norden schon gefahren. Ja. Und wir wollen so langsam hochtingeln. Und wir stehen jetzt hier in so einem kleinen Örtchen. War so ein Wohnmobilplatz. Hier ein Riesenplatz. Und da ist das Schild. Hier, Platz für Wohnmobile, 4 Platzer. Ich finde das so lustig. Ist irgendwie so eine Mischung aus Holländisch und Deutsch. Aber ja, für... Also ich glaube, es gibt mehr als 4 Plätze, ne? Eigentlich. Das hätte ich auch gesagt. Ja. Also, ist großzügig sagst, eingerechnet. Und du sagst, wir tingen langsam hoch, aber eigentlich gehen es ging jetzt ziemlich schnell. Wir gehen relativ schnell, weil eigentlich sind auch die besten Surfspots eher so in den Norden. Und die Wavespots heißt, die besten. Wir schauen uns schon ein bisschen so im Süden an, aber wir sind relativ schnell. Also wir können es echt entspannter machen. Ja, und Freunde sind noch oben und die sind nur noch eine Woche, glaube ich. Eine Woche da, dass wir die auch noch sehen. Ja, und dann wahrscheinlich sind wir dann schon was länger da im Norden. Da macht es dann echt entspannt. Genau. Also stressig ist es nicht. Nee, wir haben trotzdem was gesehen. Ja, aber es kann entspannter und das folgt dann, das Entspannte. Aber wenn man sich auf der Karte anguckt, ist die Westküste eigentlich ein ewig langer Sandstrand nach oben. Das heißt, es ist alles relativ ähnlich. Würde ich jetzt mal so als Laie sagen. Ja, obwohl ich auch gesehen habe, es gibt ja diese viele, die, wie heißt das, diese Seen? Diese, genau, das schon, ja, ja. Und die sind ja immer anders. Das schon, aber am Meer, so der Strand und so. Ja, klar, schon immer wieder, großer Sandstrand, aber... Ja. Ist jetzt anders wie zum Beispiel Galizien oder so, wo jede Bucht wieder, komplett anders ist. Okay, verstanden, ja. So stimmt. Allgemein aber gefällt mir richtig gut so hier die Dörfer und so und der Bauweise von den Häusern. Das ist so ein bisschen richtig holländisch, aber doch in ganz eigener Stil. So wie viele mit, aber ein paar noch, die so Ried bedeckt sind. Ja. So echt alte Häuser. Das sieht man schon viel. Ja, stimmt. Nee, schön, und, wir hoffen, aber auf besseres Wetter. Ja. Es soll morgen noch frisch sein und dann geht es langsam bergauf. Ja, aber auch nicht jetzt richtig warm, bis 18 Grad oder so. Das ist richtig warm. Also es geht steil bergauf. Schön. Also so sieht Kates ganzer Tag jetzt aus. Kate, du musst nicht alles machen, was ich mache, ne? Das weißt du. Es sind welche Sachen, da kann man drauf verzichten. Okay. Hättest du mir vorher sagen sollen. Kate geht es leider nicht so gut, weil sie hat auch den Magen-Darm bekommen. Jetzt dann irgendwie nach 5 Tagen, nachdem ich es hatte. Total verrückt irgendwie. Ja. Also schlechte Nacht, alles musste raus. Aber jetzt geht's wieder steil bergauf. Ja. Gerade der schönste Tag. So, es war ja kalt, haben wir gesagt, Regen und 12 Grad. Und schau mal jetzt, also wirklich schönes Wetter. Und gestern, gestern sage ich noch, wie sehr ich mich drauf freue. Morgen Sonne und kein Wind und einfach Wärme und so. Ja, und jetzt saß ich den ganzen Tag im Bus. Kann man nichts machen. Trinken Cola. Genau. Und esse langsam wieder ein bisschen. Und dann stärkst du dich und dann würde ich mal sagen, stärker wieder zurück. Starten wir nächste Woche einfach wieder besser, gut in die neue Woche. Genau. Ja. Macht's gut euch.
Ja. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Je nachdem, wann ihr es anguckt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Doch. Dui.